Liebe ist etwas Menschliches. Und Liebeskummer entsteht dann, wenn man seine Liebe nicht mit der anderen Person teilen kann. In dieser Gesellschaft sind leider sehr viele Menschen von diesem Schmerz, dieser Krankheit und Problem betroffen. Aber wieso ist Liebeskummer so stark verbreitet? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Mann und die Frau so erschaffen, dass sie sich gegenseitig anziehen. Und wenn der Kontakt zu intensiv wird, dann verlangt das Herz, mit dem anderen Herz vereint zu werden. Womit fängt alles an? Natürlich mit dem Blick. Nach dem Blick kommt das Reden. Und die letzte Stufe ist der Liebeskummer. Aus dem Grund sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran folgende Worte. Sagt den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Keuschheit wahren. Dies ist reiner für sie. Wahrlich, Allah ist dessen, was sie tun, wohlkundig. Und sagt den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Keuschheit wahren. Subhanallah, alles fängt mit einem Blick an. Wenn man eine Person sieht, die man attraktiv findet, dann ist der Blick der erste Dolch in deinem Herz, der durch deine weiteren Taten immer tiefer ins Herz gelangt. Natürlich passiert es im Alltag, dass man eine Person anschauen muss, aufgrund der Arbeit und Schule, aber bedenke, dass du ihn sofort senken musst, sobald es möglich ist. Der Blick darf dem Blick nicht folgen, denn der erste gehört dir, der zweite aber nicht. Es steckt eine sehr große Lehre dahinter. Du siehst plötzlich eine sehr schöne Person. Sowas passiert. Aber dann glotz sie nicht weiter heimlich an, sondern senke sofort deinen Blick. Manche hängen mit einem Mädchen alleine zu Hause ab oder treffen sich alleine mit ihr und gehen irgendwo mit ihr alleine hin. Wisse, dass dieses deinem Iman und deinem Jenseits schaden wird. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, kein Mann darf sich alleine mit einer Frau aufhalten, außer ein Mahram von ihr ist dabei. Ansonsten ist der Shaitan der dritte von beiden. Jedes Mal, wenn du mit einem Mädchen alleine und abgeschieden bist, so wisse, dass dieses verboten ist. Und der Shaitan wird euch beiden einflüstern. Ach, wie toll sie ist. Und genau dann passiert leider der Zina, weil man sich unbeobachtet fühlt. Immer wenn ein Junge und ein Mädchen Kontakt zueinander pflegen, dann entstehen automatisch Gefühle und der oder die eine verliebt sich in den anderen. So geht die Tragödie los. Meine geehrte Schwester, mein lieber Bruder, du musst verstehen, dass der Liebeskummer mit dem intensiven Kontakt zum anderen Geschlecht kommt. Sei es in der Schule, auf der Arbeit, Facebook oder Instagram. Man schaut sich die Fotos an und dann chattet man mit dem Mädchen oder Jungen. Hör auf damit! Es ist unislamisch und schütze dich davor, um nicht in die Hölle zu fallen. Genauso wie du nicht möchtest, dass jemand mit deiner Schwester oder deiner Cousine unislamisch zusammen ist, genauso erwarten es andere auch. Wünsche dem Muslim, was du dir selbst auch wünschst. Du musst verstehen, dass es falsch gewesen ist, mit ihr eine unislamische Beziehung geführt zu haben und dass du dich bessern möchtest. Wenn du dir wirklich sicher bist und es nach tatkräftiger Überlegung der oder die Richtige ist, dann heirate die Person auf die islamische Art, damit eure Herzen wieder vereint werden. Erstelle den Kontakt über einen Mittelsmann zur Familie und besuche die Familie anschließend, um die Person zu heiraten, insha'Allah. Bei der Ehe ist es eine ganz andere Dimension. Man geht mit einem ganz anderen Bewusstsein ins Eheleben. Man geht mit dem Gedanken ins Leben, dass man mit ihr oder ihm alt werden möchte.